Wäre eine Überlegung wert gewesen, ne? So, habe ich euch eigentlich schon ausgeplündert? Nein, da glitzert doch noch was. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz und stellen uns offline. Beziehungsweise auf beschäftigt. So, und jetzt hat auch der letzte Idiot gemerkt, hey, der spielt das ja gar nicht auf dem PC, sondern auf der Xbox. Wie kann es sein, dass jetzt seine Max im Bild ist? Lest die Videobeschreibung. Hat er den Verstand verloren? Ja, ich habe den Verstand verloren, schon vor langer Zeit. Als ich, ach, da könnte ich schon wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ist eine, recht traurige Geschichte eigentlich, also. Story of my life und so, ich will euch nicht langweilen. Das machen wir irgendwann anders mal oder einfach gar nicht. Sondern wir werden jetzt einfach diesen unschuldigen Mann umbringen, ganz einfach, weil er da rumläuft und unschuldig ist. Tut mir leid. Du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Kann man nichts machen. Wirklich, ist traurig. Das nenne ich mal einen Stunt. Was macht der wohl da? Seine Stimmbänder ruinieren. So, wir gehen mal auf die Gondel. Der Gondoliere am Fluss, der Gondoliere, er fährt nach links. Ich weiß nicht warum, ich lenke nach rechts, doch dann fährt er wieder mal nach links. Ganz bekanntes Lied, ganz bekannt. Kennt ihr das? Der Gondoliere fährt nach links. Also wenn ihr das nicht kennt, das ist eine krasse Bildungslücke. Habe ich gerade erfunden. Der Gondoliere, der fährt nach links, oh mein Gott. Ist die Melodie von Die Karawane zieht weiter, ne? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Ich kann den Text nicht weiter. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Ja, und das, damit hört's auf. What the fuck, was willst du von... Ich sehe, wie unsere schöne Stadt von den Assassinen niedergemacht wird. Ich bebe vor Wut, ob des Wissens, dass sie frei sind. Merzen wir diese... Hier, nimm einfach ein bisschen Geld und halt die Schnauze. Selten so eine dumme Lache gehört. So, wir holen uns mal kurz unsere Erinnerung. Was ist los mit euch? Ich habe es eilig. Sieht man das denn nicht? In Halil Beys Harem gestern Nacht. Ja. Dein Harem ist mein Harem. Die Kiste, die wird doch auch immer neu befüllt, oder? Das muss denen doch mal auffallen, dass die immer leer ist. Je öfter ich da vorbeikomme, desto öfter bekomme ich Schwefel. Und desto weniger brauche ich Schwefel. So, was haben wir da? Ein Wahrzeichen, das keinen interessiert irgendwie. Und Dankeschön für die super guten Tipps. Das werden wir jetzt mal eben kurz ausprobieren. Wir sind doch jetzt hier. Ist es der Galataturm? Ja, das ist der Galataturm. Und wenn das nicht ist, dann hat das jetzt gefälligst zu sein. Denn ihr habt mir gesagt, okay. Wir wissen, wie du an dein verdammtes Datenfragment rankommst. Und das werde ich mir jetzt holen. Und zwar richtig cool und fresh. Und ich werde unglaublich dabei failen, weil ich mit der Handhabung des Gegenstandes, den ich dafür brauche, noch nicht so ganz vertraut bin. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das mal eben noch schnell mit. So, da drüben müsste das jetzt irgendwo auftauchen. Da ist es. Und wenn ich jetzt... Nur angenommen mal... Ach, wisst ihr was? Wir klettern einfach noch ein bisschen höher. Weil mir das ziemlich unsicher ist hier gerade. So. Und wenn wir jetzt rein theoretisch einfach hier so springen und den Fallschirm aufmachen, dann müsste das doch eigentlich was werden. Ich knall jetzt hier einfach mal gegen die Wand. Ha! Und...
krasser Scheiß. Dankeschön für den Tipp, Leute. Da wäre ich so irgendwie nicht drauf gekommen. Es gibt einen Grund. Und zwar eure unbegrenzte Dummheit auf Erden. Schämt euch. So, wir machen eine Altair-Mission. Und ich find's immer noch total unnötig, dass man hier drin nicht sprinten kann. Ich will sprinten können. So. Das letzte Mal haben wir in der Erinnerung mit Altair diesen komischen Typ davor gerettet, vom Edenapfel gekillt zu werden. Weil er irgendwie von dessen Macht ergriffen war, ihn nicht richtig kontrollieren konnte. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Boah, der Kerl sieht schon echt cool aus, oder? Na komm, wie lange denn noch? Dankeschön. Masiaf, 1228, Altair im Alter von 63. Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masiaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Altair. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Geile Szene. Echt gut gemacht. Ja? Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon, aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei. Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier in diesen Straßen spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Oh, wie schnulzig. Richtig schön schnulzig. Aber jetzt werden wir Abbas konfrontieren. Konfrontieren, ja doch. Schweres Wort. Denn er kontrolliert den Orden und alle haben sie nur Angst. Lasst sie sprechen! Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit? Oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln.
Gebt uns den Apfel, Alter, ihr. Und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Alter, ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Altair! Altair! Nein! Sei stark, Altair. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! Ein Bastard! Um jeden Preis aus Masyaf entkommen. Oh, ich hasse euch! Meinen Sohn töten und sagen, ich war's? Natürlich! Habt ihr euch so gedacht? Na, da sehe ich euch doch schon. Wer von euch will als nächstes? Da nehme ich jetzt keine Rücksicht mehr auf die Typen. Es sind zwar eigentlich Assassinen, aber sie sind verdorben. Sie sind verdorben und ich hasse sie einfach. Ich hasse sie. Ja, wieso ziehst du eigentlich nicht dein Schwert, mein Freund? Es ist doch ausgewähltes Schwert. Himmel. Da ist zu, okay. Das heißt, wir machen einen dramatischeren Auftritt. Auf geht's. Zum Dorf fliehen. Okay, das Tor ist noch offen. Dann hauen wir mal ab. Offenbar sind wir hier nicht erwünscht. Oh oh. Unsichtbare Wand und so. Vater, ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie.